aucun avion au monde pressurisé utilisé sur des longs parcours. Écoutez la musique de ces 3400 chevaux par moteur. Je vous laisse écouter lors du passage. Nous vivons un tout grand moment d'aviation. Ja, eine Reminiszenz an die 40er und 50er Jahre, der Beginn der Transatlantikfliegerei von Europa in die USA und zurück. Eines der Flugzeuge, die diese Möglichkeit auch einem Durchschnittsmenschen dann ermöglichte. Viermal, wie gesagt, 3400 PS mit einem maximalen Abfluggewicht von knapp 65 Tonnen. Eine Reichweite, die es ermöglichte, 8700 Kilometer nonstop zurückzulegen. Fünf Mitglieder der Besatzung, Bordingenieur, Bordfunker, Bordwart, Pilot und Copilot. Geflogen wird sie heute von Francisco Asgulo aus Genf, Pilot der Private Air auf Boeing 757 im Hauptberuf mit über 10.000 Flugstunden Erfahrung. Und nochmal, im Vorbeiflug genießen Sie das Bild und den Sound. Équipé de 4 moteurs Wright Cyclone de 3400 chevaux, cet avion était destiné au départ de pouvoir relier New York à Los Angeles sans escale. Cet avion, eh bien, on s'est très vite rendu compte que ça n'allait pas parce que les hangars construits à cette époque ne pouvaient pas recevoir ces avions parce que la dérive était trop grande. So, liebe Gäste, jetzt im Anflug. Mit Landekonfiguration, Fahrwerk und Klappen ausgefahren, die Leistung auf etwa 25-30% reduziert. Und jetzt Landing Configuration. Francisco Asgulo, Lockheed Super Constellation. Verkehrsfliegerei der 40er und 50er Jahre. Nostalgie pur hier in Grenchen. Ja, liebe Gäste, schauen Sie nochmal auf die Silhouette dieses Luxus-Airliners der 40er und 50er Jahre. Francisco Asgulo und die Boeing Super Constellation.